Jetzt kommen wir zu dem Feature, wo die meisten von euch drauf gewartet haben. Und vor einem Jahr habe ich für die Aufgabe, die die KI jetzt angeblich können soll, noch selber 50.000 Euro ausgegeben. Und zwar die Erstellung von dieser Internetseite hier. Erstmal ein sehr gutes Design, aber hier muss tatsächlich auch sehr viel programmiert werden. Denn das Ganze ist natürlich ein Layout, was für sehr viele Bildschirmauflösungen funktioniert, was sehr viel getestet wurde, was auch echt gut aussieht. Auf den ersten Blick zwar minimalistisch, aber auf den zweiten Blick dann doch sehr viel Arbeit mit diesen Wellen und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal nur die erste Sektion und geben das Mockup vom Designer an ChatGPT und sagen, hey, bau mir da eine Internetseite draus. Ich lade also das Bild hoch, indem ich hier unten auf Bilder anhängen gehe und sage nun, erstelle mir diese Webseite von unserem Designer mit HTML, CSS und JavaScript. So, hier wurde schon mal richtig viel HTML-Code generiert. Fügen wir den Code in VS Code ein und verlinken die Bilder, die kann ChatGPT natürlich nicht haben. Übrigens finde ich es richtig gut, dass der Text hier tatsächlich richtig erkannt wurde. Nur aus einem Bild wurde das hier generiert. Schon cool. Aber auf der anderen Seite etwas, was ich so überhaupt nicht nutzen kann. Denn das hier unterscheidet sich einfach massiv von dem hier. Die Schriftart ist falsch, die Farben sind falsch, das Layout ist falsch, die Logos hier unten fehlen. Und wie gesagt, das ist nicht nur bei uns so, sondern bei den meisten Firmen. Meistens hat man als Firma dann doch sehr konkrete Vorstellungen, wie etwas aussehen soll, und da kommt die AI heutzutage einfach noch nicht dran.